So, wir müssen die schmutzigen Bettlaken entsorgen. Lege sie in die Waschmaschine und schalte sie ein. Wenn alle Sachen sauber sind, kannst du sie zurück. Aber haben wir denn überhaupt Waschmittel? Echt? Das ist wirklich ein bisschen widerlich. Ich mal ganz kurz. Die läuft jetzt schon? Nee, oder? Glaube, wir haben gleich Kunden. Kann ich da nicht zwei Sachen, weil das wäre vielleicht klimafreundlicher eventuell? Ah doch, okay. Anschalten. Kein Strom. Okay. Kunde bei Geschäft. Dann bedienen wir erst den Kunden. Guten Tag. Amazing. Ja, oder? Ich auch. Okay, wir haben noch eine Steckdose über. Tidim, tidim. Tidim, tidim. So. Hier, 2 Minuten 30. Easy. Kommen hier schon unsere nächsten Kunden, aber ich muss, glaube ich, auch mal was essen hier. Was nehmen wir uns denn? Wir nehmen. Tankstelle. Was die hier? In a heartbeat. In a heartbeat? Good job. Good job, danke. Wie so ein Haustier. Good boy. So. 17,5 Liter. Perfekt. Thanks a bunch. Weiterfahren. Ciao, ciao. Bisschen schneller bitte, ja? Ich hab schon wieder vergessen, Musik anzumachen im Hintergrund. Wir müssen das jetzt durchziehen ohne Musik. Have a nice day. Ja, ebenfalls. Und hier liegt Müll. Unten, ne? Die lassen die Scheiße hier überall fallen. Was soll das denn jetzt? Werd ich aber wütend, sag ich euch. Oh, ich glaube, da kommen neue Kunden. Moment, ich muss kurz das Bett beziehen. Das ist noch nicht fertig. Ja. Macht das hier alles alleine. Immer mit der Ruhe. Good job. Hat irgendwas klingeln gehört? Ah, das könnte die Waschmaschine gewesen sein. Oh. Ja. Waschmaschine entnehmen. Okay. Ich komme. 3 Minuten. Bettlaken noch schnell. Sie wollen ja auch schließlich frische Wäsche haben. Fragen Sie mich nicht, was der Besitzer vorher gemacht hat, aber es war wirklich nicht lecker. Wirklich nicht lecker. Hey, wie soll man das hier alles alleine machen? Das ist stressig. Guten Tag. Hier.
Schlüssel. Können sich auch in ein Bett quetschen. Wie, das ist nicht bereit, gemietet zu werden. Was ist nicht bereit? Bereit, bereit. Ganz schmutziges Handtuch. Und es fehlt Toilettenpapier. Okay. Moment. Sowas denken. Kann man das schmutzige Handtuch vielleicht rausmachen? Welches davon ist denn schmutzig? Das da. Und bei Geschäft. Haut gleich ab. Was ist hier? Ich muss erst in meinem Geschäft bedienen. Sorry. Komm hier hin. Also, das ist. Thanks, Buds. Das ist alles ein bisschen stressig. Klopapier. Oh Gott, der ist auch nicht mehr lange da. Aus der Box nehmen. Ja, der an der Tanke muss jetzt warten. Kann mich ja hier nicht teilen. So, wundervoll. Ist es jetzt bereit, gemietet zu werden? So, hier. Ja, nee, dann haben wir keinen. Too bad. Sorry. Sonst hier, alles umsonst. So, kannst du bitte eins alleine mieten? Ciao. Tankstelle. Hoffen wir noch. Das heißt, wir müssen das andere Zimmer irgendwie auch noch fertig machen. Mit einem Doppelbett haben wir. Habe ich ein Doppelbett gesehen? Weiß es ehrlich gesagt. 32,1. Oh oh, wir müssen Sprit nachbestellen. Oh 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 oh. This is taking too long. Too long. Ja, gut Ding will Weile haben. Too late. Wow. That was fast. Ja, ich weiß. Wo bin ich? Super schnell. Zack. Oh. Naja, hätte ja klappen können. In a heartbeat? Ich verstehe nicht ganz, was sie sagen. Ich verstehe immer nur irgendwas. Ein Tesla angefahren? Echt? Sollte ich sie gar nicht bedienen mit so einem hässlichen Auto. Thank you. Kein Problem. Mache im Zimmer 01 einen Bonusumsatz von $25 oder mehr. Wie soll ich das denn hinkriegen? So, können wir mal kurz hier Tankstelle schließen, Geschäft schließen. Jetzt der nächste fürs Mut. Jungs, ich bin noch nicht so weit. Das dauert hier alles noch ein bisschen. Okay, wir machen das zweite Zimmer fertig, würde ich sagen. Das geht ja jetzt hier alles Schlag auf Schlag. Ich vermute, wir brauchen wieder Lampen, ne? Und bei Geschäft. Oh! Ja. Geht denn alle her?
muss jedes Mal E drücken. That is awesome. Ja, finde ich auch. Okay. Gut. Zum nächsten Mal Kunde beim Hotel. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe kein Zimmer frei gerade. Thanks. Ja. Kein Problem. Oh Gott, das wird hier Stress. Aber heißt das dann ein Doppelbett oder zwei Betten? Haben wir ein Doppelbett gehabt in der Auswahl? Ganz gleich sehen. Kann ich das dritte gleich auch mit sauber machen? Nur sauber machen. Den Rest können wir dann später machen. Problem ist natürlich, dass ich jetzt Einnahmen verliere, ne? Wenn ich nicht hier Tankstelle und alles aufhabe, aber. Keine Ahnung, wie ich das alles alleine managen soll. Kann ich hier irgendjemanden anstellen vielleicht? Also ich glaube, das ist das erste Spiel, wo es für mich sinnvoll wäre, mal jemanden anzustellen. Ansonsten finde ich das immer nur so semi-gut, weil man dann irgendwie nichts mehr vom Spiel hat. Aber, keine Ahnung, jemand, der Tankstelle bedient, wäre schon mal ganz nett. Ja, Kassierer. Komm, Kassierer wäre okay. Hopp. Den habe ich ein bisschen sehr weit geworfen. Oh nö, gar nicht. So. Ah, da. So, dann machen wir das Ganze hier noch Besen rein. Okay. Jetzt ist die Frage, ist das vorgegeben wieder, was wir... Warte mal. Was wir in Zimmer 2 brauchen. Ja, das ist Betten. Okay, hier ist... Ausstattung. Doppelbetten. Verstehe. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ein Doppelbett rein. 1400 haben wir. Wir nehmen das, oder? Wir nehmen das. Ich muss leider nochmal gucken. Ich Betten, Türen, zwei Stück, Kissen, Bettlaken, Handtücher. Okay. Bettlaken. Dann nehmen wir ein wunderschönes Rot. Wir nehmen eine Decke. Was nehmen wir denn da für eine Decke? Wollen wir mal eine bisschen teurere Decke nehmen? Das wird unser rotes Zimmer. Kissen. Rot. Türen. Das machen wir ein bisschen teurer. Oh ja, Decken leuchten weg. Auf eine? Nehmen wir zwei, wir können ja immer noch mal eine wegmachen. So, dann haben wir die hier. Dann das. Ich mach's jetzt mal ein bisschen teurer, mal gucken. Die. Das. Toilettenpapier haben wir, Heizung. Das auch, glaube ich. Hier rein. Bettlaken? Haben wir Bettlaken?
Ah ja, wir brauchen zwei Deckenleuchten. Okay. Haben wir ein Bettlaken geholt? Das ist gar nicht. Doch, Bettsheet haben wir. Okay, wir brauchen... Nein! Aber ist die Frage, ob ich nicht gleich dann andere Zimmer auch schon herrichte, wenn ich schon hier so einen großen LKW mache? Kriegen wir das denn preislich irgendwie gewuppt? Betten, Türen... Wir nur so einfach, würde ich sagen. So, also das Ganze nochmal. Wir nehmen nochmal ein Doppelbett, würde ich sagen. Sieht so schrecklich aus. Aber jetzt für 100? Wir machen das. Ach ja. Bitte haben noch. Nee, das schaffen wir nicht. Das ist im Moment kein Frei. Have a nice day. Ja, kein Problem. Komm doch einfach morgen wieder. So, wir schlafen jetzt. Da ist schon wieder jemand. Die rennen mir auf jeden Fall die Bude ein. Crap. I'm done. Ja, ciao. So. Unsere Lieferung müsste da sein oder jetzt ankommen. Da ist sie. Der Wagen. Ich hätte das Motel wahrscheinlich auch schließen sollen, ne? Wenn ich hier am Einrichten bin, dann hier. Die Tür aufgemacht. Die Waschbecken. Heizung. Nee. Ein Kissen. Kriegen wir da irgendwie nicht mehr rauf. Ah, doch da. Deckenlampe. Zack. Okay, warte. Wir sagen dem, ne, wir rätseln das noch ein bisschen aus und dann sagen wir dem, dass er sich gedulden soll. Mal gucken, wie lange die sich gedulden. So. Hätte mal wahrscheinlich zuerst ein Bett hier rüberholen sollen. Wäre klug gewesen. So. Ich glaube, das ist das Bett. I hope. Ja. So. Könnten Sie sich... Wir haben da hinten noch einer sitzen. Sag bei ihr mal nee. In der Hoffnung, dass sie gleich ein Doppelbett buchen will. Nee, will sie nicht. Haben Sie noch einen Moment Geduld, bitte. Aber ich habe jetzt auch noch nicht mal... Nee, das ist ja trotzdem nicht bereit. Weil wir haben noch nicht mal gestrichen und so, ne? Fällt mir mal gerade auf. Oh. Wir hätten ja noch streichen müssen. Und Böden verlegen. Das artet hier in Stress aus. Sag, wie es ist.
Warum war mir das klar? Das war mir so klar. Jetzt, nee. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich gleich nochmal nachbestellen. Ich glaube aber, die Badewanne können wir schon aufstellen. Da hinten Lagerfliesen. Da hat jemand nicht mitgedacht. Könnte ich gewesen sein. Aber weil das hier auch direkt echt stressig ist. So. Hey. Ich glaube, nee, da müssen wir erst für reichen. Alles schlechte Bewertungen, ob wir das jemals wieder rausholen. Jetzt haben wir auch noch Stromausfall. Kann ich das Motel mal schließen, bitte kurz? I hate my life. Ja, ich hasse mein Leben auch. Ciao. Give me a break. Okay, lass uns beten, dass die Lieferung hier angekommen ist. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich sehr. Nein, du bist jetzt nicht der nächste Motelkunde. Ich habe keine Zeit für Kunden. Ich muss hier erstmal renovieren. Geht weg. Wie soll denn das hier ein Mensch alleine schaffen? So. Nee, ich mach jetzt zu. Ihr wollt ein Doppelbett haben, ne? Egal, ich mach jetzt zu. Wir haben leider zu. Das tut mir sehr leid. Ungünstiger Zeitpunkt, wirklich. Die halt gar nicht, ne? Juckt die wirklich überhaupt nicht. Ihr wollt bestimmt ein Doppelbett, ne? Da wollt ihr. Könnt ihr schon noch ein bisschen. Zimmer ist noch lange nicht fertig. Nicht gestrichen, nur halber Boden drin. Okay, nee, so können wir das. Warte mal, ich brauch mal erstmal Lampen hier anbringen. Dunkel. Ah, oh, ein Traum. Wirklich. Hätte das auch ahnen können. So, die Lampen sind natürlich in einer ergonomischen, perfekten Passform. Wie man sehen kann. Warte mal, Tab. Da war Tab. So. Und so müssen wir die Heizung fertig machen. Ich hätte es rot streichen sollen. Keine Ahnung, ob das hinterm Bett jetzt auch weiß. Wir werden es sehen. Früher oder später. Aber ich glaube, die Farbe reicht auch nicht. Ne? Wir haben anderthalb Töpfe oder zweieinhalb Töpfe für ein Zimmer verbraucht. Wird nie im Leben reichen. Vielleicht können wir dann eine Wand rufen. I'm losing patience here. Ja, mach's gut. Komm jetzt nicht extra rum, das Motel hat geschlossen. Ich hab auch geschlossen angeklickt.
noch hinkriegen. I hate my life. Aber nur manchmal. Ich weiß, dass wir noch ein ganz kleines bisschen haben. Oh, da steht Close dran. Ich weiß gar nicht, was du hier gemacht hast. Mit deinem komischen Auto. Der Typ steht auch immer noch da. Ah, das ist mein Traum. Dip, dip, dip. Warum piepst dein Handy? So. Und wenn wir wenigstens noch die Decke hier fertig kriegen, das wäre wirklich super. Ich glaube, es klappt. Ich glaube, das schaffen wir. Nein! Nein! Verdammt. Was soll ich sagen? Das ist alles traurig. Achso, wir haben noch ein Waschbecken. Okay. So, ich hatte das noch. Hätten wir nicht zwei Kissen gebraucht eigentlich? Für ein Doppelbett? So ein richtiges Pärchen. Oh, okay. Das beantwortet auch die Frage von eben. Das ist nicht gestrichen. Okay, wir hätten zwei Decken gebraucht. Zwei Kissen. Wundervoll. Wer hätte das nur ahnen können? Oh. Oh Gott. Es ist ganz schrecklich. So. Nee, warte mal, das sind nicht die Handtücher, das ist das Bedsheet, ne? Wir hätten auch zwei Bedsheets gebraucht. Na Mensch. Okay. Kannst nach Hause fahren. Wir sehen uns dann später wieder. Sind das schwarze Handtücher? Ich habe doch rote Handtücher bestellt. Sehr sicher, das sind rote Handtücher. Öffnen. Schwarze. Okay. Wirklich schwarze bestellt? Kann mir das jemand beantworten, bitte? Bei der festen Überzeugung, wir hätten rote bestellt. Jetzt gibt es aber auch keine roten Handtücher, man weiß es nicht. So, okay, dann müssen wir den Rest... Sag mal, weil die so sauer waren, haben die hier einfach rumgesaut. Schweine. Okay, dann bestellen wir die Sachen gleich nach. Damit nur eine Seite bezogen werden kann hier. Farbe, Boden, Bettzeug. Ich glaube, dann haben wir es. Machen wir allerdings in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.